Halbfinale sehen, gib mir ein Oh yeah! Oh verdammt, ich glaube, das wird ein richtig krankes Halbfinale. Bin ich mir sicher. Ihr noch nicht? Dann guckt's euch an. Peace! Zeig, dass du ein True Schooler bist. Rapper Mittwoch Merchandise bei merchstore.net. Rapper Mittwoch, hol dir dein Fame. Rapper Mittwoch Battle Mania Halbfinale. 3 Runden. Erste mit Beat. 3x8 Takte Freestyle Schlagabtausch. Zweite mit Beat. Zeig deine Lyrics. Bei Unentschieden. Dritte. Jeder einmal eine Minute Schlagabtausch a cappella. Percy gegen Apo! Percy, du wurdest als erster gezogen. Faust oder Ficker? Bitte Faust. Faust. Fang an. Alles klar. Percy soll anfangen. Sorry. Was denn? Darf ich anfangen? Du willst jetzt anfangen? Ja. Willst du umkehren? Also du willst jetzt anfangen? Ja. Du willst anfangen, alles klar. Apol will anfangen, Alter. Yeah. Aha. Rapper Mittwoch Battle Mania, Halbfinale. Mama Level DJ Pete. Ohne ihn geht nix. 8 Takte Freestyle Schlagabtausch über den Beat. Los geht's. Yeah. Verdammte Scheiß, was geht ab, Pete? Das ist ein Beat von Gentlemen with Attitude. Mama Level, die Jungs von Gentlemen with Attitudes Berlin. Komm mal ein bisschen nach vorne, damit man euch auch sieht. Hier, los geht's. Yeah. Nach einem unversiehten Dienst dieses Punkers rapp ich heute drüber, was du anhast. Ich weiß, du hast mir nämlich erzählt, du hast sehr viel geschrieben und dass heute sehr viel geht. Ich dachte mir, der ist der Boss, okay, ich muss wiederkommen, Kermit der Frosch. Verdammte Scheiße, sag mal deine Stimme, die erinnert mich eher an ich beginne. Das ist Apol, er geht Ficky Ficky. Ich bin Kermit der Boss, dankeschön Miss Piggy. Fick dich, Alter, jetzt kommt die Welle. Apol, hallo Berlin, da die Schelle. Fick dich, Alter, Business, du bist nichts, Alter, jetzt verpiss dich. Dich kann man gar nicht feiern. Zurück ab nach Bayern. Ich bin Piggy, nein, ich esse kein Bacon. Verdammte Scheiße, lonely wie Aiken. Lonely. Guck, ich freestyle einfach so. Du bist ein Broke-G ohne Homie. Kommst immer wieder aus Münster, hast keine Münze da. Bringst mich vorhin noch 2 Euro, alles klar, kein Problem. Ich komm an, dein Gesicht kann ich nämlich alleine sehen. Rede mich bitte nicht voll, ich schwör, ich ficke dein Leben. Ich frag mich, was für dieser Pisser wieder? Aiken, yo, gegen Wiz Khalifa. Was denn, Alter? Bist du Ficker? Alles klar, du bleibst hier ein Stricher. Dämlicher Twitter, geh mir aus dem Weg. Alter Scheiße, der Junge ist zu überdreht. Die Pubertät ist bei dir ausgeblieben. Deine Eltern, du bist der Grund, sie sind geschieden. Chat, ey, du bist Wiz Khalifa? Verdammte Scheiße, keiner verdient an diesem Punker, er redet von Vita. Viele hier kiffe, wo sind die Weedler? Verdammte Scheiße, ich bin passiv dicht, weil diese Szene so massiv kifft. Und du Punk redest immer wieder von Alk und Drogen. Doch Alter, tut mir leid, jeder Scheiß ist gelogen. Alter, was ist das, Alter, Pustekuchen? Er zieht am Joint und ist voll am Husten. Alter, du bist voll der Image-Rapper. Fick dich und verpiss dich, Kind, jetzt besser. Ich bin Percy Nummer 1, der Beweis, Kind, es reicht. Ich zerleg dich in 4 gleiche Teile. Fick dich, du Spaß, und jetzt sei mal leise. Aus, mach mal Lärm, diese beiden MCs in diesem Battle. Zeig mir auch eine für das Freestyle hier für Apol. Zeig mir auch eine für den MC auf meiner rechten Seite, den Freezer von Percy. Dankeschön. 1-0 für Percy. Kommen wir zur zweiten Runde. Text, er hat eben angefangen. Das heißt, du musst anfangen mit dem Text. Wir setzen uns hin und hören bedächtig zu. Yeah, bitte Hände, komm, yo. Pass auf. Yeah. Wenn du weißt, was er macht, warum fragst du dumm? Pack dein Rap über Nacht in ein Vakuum. Der vom Leben Geprüfte stehen auf der Bühne. In die Scheißkamera, die Bieterkamerad, die Rap-geschätzter Freund und die Kunstfigur, ihr habt dieses Rap-Geschäft erzeugt.
sein. Meine Gegner hoffen, dass er in der Sonne verglüht. Er wäre ein Kasper aus der Tonne, dieser Comedy-Typ. Er komme geübt und sei ja nicht bereit für den Thron. Doch scheinbar kommt er mit dem Mic und dem massiven Beton. Das tiefste Droh, Taucher mit einer blubbernden Aura. Plötzlich wollen sie Autogramme und die anderen wollen auch mal. Verrückt, früher war ich Dreck von der Straße. Heute kriege ich zurück den Respekt von der Straße. Sagen gesetzte Elemente so wie Kalium. Ich sah noch nie von in die Wände vom Gymnasium. Und Blick geschärft, Ohren gespitzt. Ich erklär's in Form von Klicks, Picks und Likes. Chicks und Mikes sind alles Symbole der Einsamkeit. Schöner Text von Percy. Macht mal Lärm, Berlin. Dankeschön. So. Hier, krieg ich auch ein Beat? Okay. Alle Hände hoch, alle Hände hoch, alle Hände hoch. Sieh, es ist an der Zeit, dir zu sagen, was ich so im Kopf habe. Dir zu erzählen, was ich hoffe oder gehofft habe. Dir zu erzählen, was ich bisher so erlebt hab. Was mich seit meinem Lebtag am meisten bewegt hat. Deutschrap, ich mach die Scheiße hier seit 6 Jahren. Rede bitte nicht von wegen, das hört sich schlecht an. Und wie du hörst, bin ich schon lange dabei. Leute schreiben mir in Facebook, bekommt meine Zeit. Dann ist vollkommen egal, was all die Leute erzählen. Es war nie wirklich mein Ding, einfach nur Däumchen zu drehen. Ich hab zu Hause gesessen, so wie eine Hausfrau. Ja verdammt, ich wollte meine Scheiße ausbauen. Jetzt auf einmal rock ich immer die Crowds. Leute fragen mich auf immer, hey, wo kommst du her? H-Town. Ja verdammte Scheiße, das ist mein Ding. Heb die Hände hoch, denn ich bleibe der King. Yeah. Ab wann war es ein Freestyle? Nach 12 Takten, ne? Wie bitte? Ja, nach 12, ne? Ach, sollte ich einen Text rappen? Willst du mich verarschen? 12 Takte kann man werten, der Rest war auf jeden Fall Crowdrocking. MCs, stellt euch an meine Seite. Jeder auf seine Seite, wo er vorher war. Ihr habt das wieder in der Hand, bewertet die Texte auf jeden Fall so. Das ist ganz wichtig. Momentan steht es 1-0. Für Percy würde es im Publikum undeutlich aussehen. Geht es an den hinten liegenden MC und wir kämen zu einem A Cappella. Bedenkt das. So. Zeig mir eure Hände für den Text von Percy. Dankeschön, dankeschön. Zeig mir eure Hände für den Text von Apo. Dankeschön. Kein Veto, 1-1. Und wir kommen zu einem Acker. Ein Acker. Ein Acker. Nice. So. Percy, so wie wir genau wussten, Faust oder Ficker? Neuer Wurf, neues Glück. Faust, bitte. Bitte abhol. Okay. Wollt ihr ein Battle sehen? Gib mir ein Oh yeah! Oh yeah! Eine Minute abhol soll anfangen. A cappella, alles ist erlaubt. Mixed Martial yeah. Bars. Mixed Martial Bars, Digga, alles ist erlaubt. Ich wollte dich eigentlich kontern. Das hat grad alles versaut. Ich habe nichts vorbereitet, bin hier einfach hergekommen und dachte, fuck, wenn der Typ das schafft, dann werde ich jetzt fair gewonnen. Ja, verdammte Scheiße, denn das letztes Mal. Ey, das war wirklich ehrlich, nicht so wie Escobar. Nein, ich meine nicht damit, dass ich ein krasserer Ticker bin. Ich meine nur, dass ich im Vergleich zu dir krasserer Ficker bin. Rede mich bitte nicht voll, denn ich höre immer wieder. Percy kann nichts, doch er hat schlechte Lieder. Versteht ihr, das heißt, er ist immer wieder schlecht. Ich hab mir eins reingezogen. Immer wieder whack. Verdammte Scheiße, was ist das? Die Leute sagten, du bist nicht vorbereitet. Mach nicht mit in einem Battle Rap. Okay, kein Problem, ich hab das dann trotzdem geschafft. Und nach einer Minute sagt man, ich hab es trotzdem gepackt. Du hast eine Stunde lang geschrieben, was du eine Minute lang redest. Ich hingegen komm an und zeige meinen Penis. Einfach so im Freestyle-Shit. Egal, was du gerade machst, die Zeit ist um. Und ich scheiße auf dich, Spaß. Ich glaub, ich hab verkackt. Yeah. Time! Schönes A Cappella von Apol. Ich würde gerne auf Kamera festhalten, dass ich ab jetzt immer vorbereitet zum A Cappella kommen werde. Solltest du. Eine Minute A Cappella. Percy, los geht's. Hier. Du denkst, bis hier war alles nice und die Glücksschrinne hält an? Doch ich zerfetze und zerreiß. Ich Bushido, du K1. Warte grad mal. Ich sag dir glasklar, das hier ist kein Kaffeekränzchen, wo du labern musst. Das hier ist eine Arena und dein Sparringspartner ist Percy, aka Spartacus. Bist du jetzt verletzt? Schnell, Leute, holt den Notarzt. Der Kastratenknabe, der bis gerade eben noch jeden Ton traf, hat so ein ausgedehntes Arschloch. Selbst Gina Wild fällt in Ohnmacht. Wir sind alle hier Stars, doch du bist das schwarze Loch. Ja, du bist ein Gaylord und dafür verdienst du echten Orden. Weil man in dich öfter einen wegsteckt, bist du Captain Morgan. Und dabei bist du gar nicht schwul. Ich kenne deine Alte, sie ist so unglaublich zahnlos. Denn nach dem Sex öffnet sie ihren Freiern immer mit den Zähnen eine Flasche Desperados. Was denn da los? Sie steht am Bahnhof, eine Klassiker.
dicker Punchline. Sieh es ein. Wäre jetzt zu sagen, der Zustand ihrer Muschi entspricht sämtlichen Pilzen am Waldboden. Aber das wäre gelogen. Denn laut CSI entspricht der Zustand ihrer Muschi sämtlichen Fallproben. Unglaubliche Scheiße wie die Haarfarbe von Hulk Hogan. Halbdrogen sind keine Lösung für die Lage, in der du dich gerade befindest. Auch wenn Karate Andi es vorlebt mit dem Zustand eines zurückgebliebenen Kindes. Finish! Schöner Text von, schönes A Cappella von Percy. Mach mal Lärm, diese beiden MCs hier in diesem A Cappella im Halbfinale. Mach mal Lärm, Berlin. Ach, ihr habt das wieder in der Hand. Das Gremium guckt euch auf die Finger. Zeigt mir eure Hände für das A Cappella von Apol. Zeig mir auch rein für das A Cappella von Percy! Dankeschön, danke, ja Mann! Herzlich willkommen im Finale, Percy! Belly macht mal leer! Gentlemen with the attitude! So, meine lieben Rapper und Freunde, kommen wir zur Halbfinalbegegnung. Apol gegen Percy als Experte Mighty P im Gremium. Wow, bei euch ging's Schlag auf Schlag. Text, Freestyle-Runde Percy, Textrunde Apol und dann kam das A Cappella. Wie war das gesamte Ding für dich? Also alles in einem würde ich sagen, es kann sich sehen lassen. Ich muss jetzt nicht den Kopf senken, wenn ich durch die Straße laufe wegen dem Battle. Aber ich brauche jetzt auch nicht die Nase oben zu haben wegen dem Battle, weil auf jeden Fall viel Steigerungspotenzial am Start ist. So. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall das sehen, dass du unvorbereitet im A Cappella warst und Percy genau das Gegenteil, was das Gegenteil von dem ist, was man sonst von dir kennt, muss ich sagen, weil du sonst unvorbereitet teilweise bist. Wie war das Battle für dich jetzt? Cool. Apol ist jemand, der wird immer sehr gefeiert, zu Recht. Flext immer sehr gut, zu sehen in der Cypher, sehr geiles Ding. Der Schlagabtausch war geil, Textrunde zurecht, A Cappella ist gut für mich ausgegangen, ja cool. Wie hast du das Battle gesehen? Ich war auch sehr unterhalten, es war auf alle drei Runden gesehen, technisch eigentlich sehr hoch, aber hier ist wieder dieser Unterschied zwischen vorbereitet und nicht vorbereitet sehr deutlich geworden. So. Percy war letztes Mal im A Cappella sehr stark, hat nochmal eine Schippe draufgepackt, finde ich, und ist unterhaltsam auch, technisch hoch, hat Spaß gemacht zuzugucken. Also ich finde ganz ehrlich, das war endlich mal ein A Cappella, wie ich das von einem MC, der ein Jahr bei Rapper Mittwoch ist, sehen möchte. Und da danke ich dir endlich dafür, dass es endlich möglich war. Wie fandet ihr dieses Battle? Ihr wisst genau, wo ihr das reinschreiben müsst. Peace! Eine links, eine rechts. Ihr beide zusammen als Team, finde ich gut. Wer ist der Erste, der das in die Kamera hält? Wer macht es als allererstes auf? Ladies and Gentlemen, jetzt in diesem Halbfinale. Presto gegen RV. Kommt an meine Seite. So, Faust oder Ficker? Ficker. Faust! Du sollst anfangen. Ja. Acht Takte Freestyle-Schlagabtausch über den Beat. Das erste Mal. Los geht's. Hände hoch, Berlin. Ja, ja. Hände hoch, Berlin. Ja, ja. Hey, M-Beat hier zu battlen ist mir ein bisschen zu assi. Höhere Kräfte, Killuminati. Doch ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nur, dass dieser Typ nicht annähernd dope ist. Doch ziemlich groß ist, doch keine klassen Flow-King. Ich bin dieser Typ und ich rappe einfach so sick. Wie lange braucht man denn bitte, um so einen Part zu rappen? Dicker, ihr hört sich an wie Antikal auf 20 Schlaftabletten. Was redest du bitte von Illuminati? Ich komme an und ich kille die Party. Yeah, sag der Polizei, dass Sahnetörtchen bei dir eingebrochen sind, du kleines Moppelkind. Oh mein Gott, er ist ein kleines Moppelkind. Er versteckt Natascha Kampusch in seinem Doppelkind. Du bist mein Fettsack, ich gewinne heute exakt. Change! Ey, Junge, ich bin voll das Kellerkind. Das liegt nur daran, dass du vollkommen behindert bist. Doch ist mir scheißegal, ey, ich habe keine Wahl. Du willst mich jetzt baden, doch ich finke dich verbal. Ey, yo, mir ganz egal, was der Typ hier für Scheiße erzählt. Der wird jetzt vor mir einfach locker mal am Minecraft gequält. Was für Kampusch, was für Kampusch. Seine Mutter ist doch die, die im Keller gern schwanzlos. Change! Ja, das stimmt nicht, was für Kampusch. Ich finke deine Mutter, trink ne Flasche Shampoos. Yeah, und du kommst hier mit ner Jogginghose. Ich komme mit ner richtigen Boxerpose. Yeah, und zerstöre ihn, box ihn. Oh mein Gott, du denkst, du wärst wirklich ein Top-MC. Ich wende dir den Rücken zu. Oh mein Gott, wie schlecht bist du. Ey, yo, Shampoos würde für den Spasti nicht reißen. Der kann sich höchstens einen Asti-Sekt leisten.
im Rewe-Markt. Yo, für ihn ist jetzt grad das Leben hart. Ja, das Leben ist hart mit nem Penis im Arsch. Deshalb hat er auch so viel Redebedarf. Und ist mir ganz egal, was der Penner macht. Ich bin immer noch der Typ, der drunten aus dem Keller hat. Yeah, du bist der Typ, der irgendwas im Keller hat. Doch ich weiß, du bist einfach nur ein fetter Sack. Ich bin nicht Lars, ich analysiere dich nicht. Ich sage einfach nur, wie fett du bist. Und das macht mir Spaß, ja, ich bin aggressiv. Nein, 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 ich bleibe chillig, so wie beim Après-Ski. Und du weißt ganz genau, dass du verlierst. Ich bin der Beste, ich hab dich abkassiert. Aus! Mama, jetzt lerne diese beiden MCs hier! So, ihr habt das wieder in der Hand, das Gremium guckt euch auf die Finger. Presto hat gerade eben angefangen. Zeig mir eure Hände für das Freestyle von Presto. Zeig mir eure Hände für das Freestyle von RV. Es gesehen, ich fand es übertrieben knapp. Wirklich, es war fast Gleichstand, aber nur fast. 1-0 für Presto! Danke. Kommen wir zur zweiten Runde. Text, du hast eben mit dem Freestyle angefangen. Das bedeutet, RV präsentiert uns seine Lyrics. Setzen wir uns hin. Das ist wieder ein Beat von unseren beiden sehr, sehr selbstbewussten Producern aus Berlin. Yeah, yeah, yeah. Gib mir ein RV. Analyse King, ich analysiere dich, inspiziere dich mit einem intensiven Blick, denn ich schreibe deinen persönlichen Therapiebericht. Gib mir ein RV. Ich bin Rhyme King, alle Rhyme Komplexität, die bei Rapper mit Wurst Stand-Up Comedy fehlt. Langeweile bei den Rhymen, ich komme, sie geht. Gib mir ein RV. Bin der dümmste Mensch der Welt, denn obwohl mir diese Businesswelt gefällt, mach ich klar, dass es nicht mal geht um Geld. Patschein sind mein Kapital, Mr. BWL schreit RV. Lass uns battlen, Homie. Ich bin schärfer als Pepperoni. Ein gefährlicher Pattern-Profi. Es ist RV, Master of Ceremony. Angst zu haben, scheinst du ja den ganzen Abend. Du bist heute nur das Porzellan im Elefantenladen. Keiner von den Angesagten. Höhenflug kannst du haben, aber ich zerstöre deine Landebahnen. Schöner Text von RV. Schöner Text von RV. Sehr gut, bewertet das gleich. Jetzt kommen wir zu den Lyrics von Presto. Und yeah. Gentlemen with the attitude. Möchte bitte alle Hände hoch machen für den geilen Beat. Ah. Okay, okay. Yeah. Okay, hört mir zu. Sie fragen, Presto, was hast du die ganze Zeit gemacht? Warst du in der Irrenanstalt oder Einzelhaft? Oder liegt es daran, dass du etwa Zweifel hast? An den Rapping dabei hast du es schon weit gebracht. Allein in deiner Stadt drehen die Neider ab und sagen, dass du deine Parts mit geilen Styles verpackst. Ich mach dir keiner platt, weil du bist einfach krass. Dein Chip und ich will, dass du mir vor meiner Einfahrt kackst. Ich gebe dir recht, ich bin der Mac und bleibe es auch. Du bist zu schlecht, ich krieg einen Text und schreibe es auf. Der Erhalt deines Sound, deine einzige Frau, deiner Mutter ist so hoch, ich halte es nicht aus. Er ist hoch wie ein Tinnitus, hoch wie ein Riesenbus. Dieser mein Schwanz ist so groß, dass man ihn einfach lieben muss. Doch zurück zum Thema und zurück zu deiner Frage. Ich war lattenhart und viel zu fort für ein paar Tage. Doch komm, drauf ich zum Stift, wird dein Traum mir gleich gefüllt. Ey, ich schreib einen Haufen Hits, halt die Mantel jetzt und sitz. Halt die Schnauze jetzt und sitz, bleib am Mic mit 1000 Hits. Denn im Endeffekt wird doch nur zu meinem Zaun gelebt. Gib mir ein Presto. Ja, ich bleibe die Eins, Mann, ich schreibe die Lines. Gib mir ein Presto. Du kommst auf keine Hier rein, Mann, ich bleibe die Eins. Schöner Text von Presto. Macht mal Lärm für die beiden MCs hier mit ihren Lyrics. Und kommt an meine Seite. Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände für die Lyrics von RV. Dankeschön. Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände für die Lyrics von Presto. Also ich sehe es undeutlich. Es ist undeutlich. Wenn es undeutlich
traurig aussieht, wird es für den hinteren liegenden MC gewertet. Und wir kommen zu einem AK. Ein AK. Ein AK. Sehr schön. Yeah. Eben durfte Presto die Münze entscheiden, jetzt RV. Es gibt nur einen einzigen Schlagabtausch. Entscheide du mal. Was ist es, Faust und Faust Ficker? Faust oder Ficker? Ficker. 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 Ja. Bruder, fick ihn. RV wollte anfangen. Aber gerne. RV soll anfangen. Wollt ihr das A Cappella singen? Gib mir ein Oh yeah. Oh yeah. Gib mir ein Hell yeah. Hell yeah. Das sagen wir jetzt alle ruhig. Hey. Eine Minute, los geht's. Yeah, endlich wieder, ne? So. Du bist ein Fettsack, ich bin ein Moppelklopper. Du bist ein dich selbst vollgekotzter Modelschocker. Und deine Freundin magst du doch nur, weil ihre Pussy so aussieht wie ein Doppelwopper. Für ein Treffen mit einem Mädchen machst du dich oberkörperfrei und denkst, du sorgst für freizügiges Entertainment wie Channing Tatum als Magic Mike Stripper. Dabei siehst du aus wie dieser fette kleine Wichser bei Mitten im Leben, der sich mit Spaghetti einwickelt für ein super romantisches Candlelight Dinner. Du bist einsam und verlassen und weil Masturbation des Weiteren deinen Kummer betont, sieht dein Kinderzimmer nach jahrelangem Handanlegen mal wieder so aus, als hätte sich Spider-Man einen runtergeholt. Shit. Yeah. Okay. Und einzig und allein durch Style wird RV der dümmste Mensch eine Sensation. Und wenn ich sage, ich bin der King, dann ist das authentische Selbstpräsentation. Mhm. Aha. Aha. So, pass auf. Und ey. Yeah. Du gehst immer zu Rapper Mittwoch hin und verlierst, was auch immer passiert. Du wirst niemals der Typ sein, der irgendwann mal sowas wie Gewinn maximiert. Yeah. Und wenn ich meine Texte schreibe, dann schreibe ich nur schwarze Zahlen, aber es geht nicht um Geld. Punchlines sind mein Kapital. Du willst Ruhm, Fame, Frauen, dicke Autos, bekannt sein international, aber scheitert schon an mir, dann leider ein andermal. Amek bin ich radikal, hab ein dickes Arsenal, dank peinlicher Kampfmoral. Bleibt dir nichts übrig als die Anreise zum Krankensaal. Deine Lippen sehen aus wie eine Pussy. Und ich schiebe meinen Schwanz rein, doch nur vaginal, denn ich bin hetero. Doch ich würde so gerne schwul werden, nur leider sind schon zu viele andere an deinem Analkanal. Schönes A Cappella von RV. Macht mal. Macht mal Lärm Berlin. Presto, let's go. Ja, meine Freundin gibt mir Doppelwopper. Aber deine Freundin? Alter, die dicke mieft. Wenn sie furzt. Was gab's gestern zum Essen? Chili Cheese? Ja, Chili Cheese vom BK. Bei mir ist alles easy. Morgens einmal kacken gehen und abends dann noch Replay. Aber mir ganz egal, okay, ich masturbiere, ja, und ziehe mir nebenbei Kickers rein, chill den ganzen Tag auf Futures und esse nebenbei Snickers-Eis. Was für Spiner-Band, ich will hier keiner kennen. Du bist behindert, Alter, ich sehe nur die Zeit gerade rennen. Und sag mal, wieso gibt es keinen Beat, auf den du mal mit Steve flows? Du mit Steve flows, schießt doch alle deine Punches wie Heidi Klum, ziellos. Deine Videos, alle lieblos, die Resonanz für dich gleich fast schon einem Friedhof, wie dope, aber dein Niveau war nie hoch. Dabei zeigst du doch schon alles wie bei einer Peepshow, siehst du? Das Viruna gegen Speedboot, Tuba gegen Sido, Puba gegen Bushido, Nitro, bin auf Feuer ähnlich so wie Büro. Aber bleib mir trotzdem cool wie ein Iglo. Aber siehst du, Action wie im Kino, er hat sich seinen Arsch noch zutackern lassen, aller Stevo. Ich verpasse dir den lyrischen Deepfro, ich schwöre, seine Mutter ist mit Vornamen Nico. Schöne einzige Runde. Macht mal Lärm für das A Cappella dieser beiden MCs. Das Gremium guckt euch auf die Fingers. Ja? Guckt euch auf die Fingers. Sehr gut. Zeigt mir eure Hände für den MC, der hier im A Cappella vorgelegt hat. Für das A Cappella von RV. Dankeschön, danke. Zeig mir auch Ende für das A Cappella, der nachgelegt hat von Presto. Gremium, oder? Wir sollten eine Rap-Crew bilden. Ich liebe solche Momente, dann kann ich was trinken. So. Bei Rapper Mittwoch ist es ja immer so,
Wir fragen immer ein zweites Mal nach. Wenn es Leute gibt, die für beide die Hände hochgehoben haben, und ich habe das auch gesehen, dann entscheidet euch jetzt. Es ist cool, dass ihr wollt, dass beide weiterkommen. Klappt aber nicht. Deswegen entscheidet euch. Entscheidet euch. Ihr kriegt jetzt noch diese eine Möglichkeit, das zu entscheiden. Weil wenn es wieder undeutlich aussehen würde, kämen wir zu einer Entscheidungsrunde im Freestyle wie davor gesehen. Und das würde ich gerne vermeiden, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Also, nochmal. Zeigt mir eure Hände für das A Cappella des MCs, der hier angefangen hat und vorgelegt hat von RV. Zeigt mir eure Hände für das A Cappella des MCs, der nachgelegt hat von Presto. Beat. Weiter geht's. Okay, Leute. Also, es ist wirklich sehr kontrovers. Ich frage euch, deswegen habt ihr auch die Möglichkeit. Was habt ihr gesehen so? RV. Nee, warte mal. Asek, Gremium. Also, ich habe ein paar mehr Hände für ihn gesehen, aber ich würde trotzdem noch wollen, dass es noch eine Runde gibt, weil das Battle ist so tight und so eng, dass sie echt noch eine Runde rocken könnten. Meiner Meinung nach, wenn das Publikum sich wirklich mal eindeutig entscheiden würde, aber ich habe ihn in der letzten Runde mehr Hände gesehen und ihn auch technisch und lyrisch vorne gesehen, muss ich sagen. Also wenn er mehr Hände für RV gesehen hat, dann ist es auch schon eine Aussage, so, weißt du? Was sagst du, Smexer? Es ist wirklich so sehr gleiches Niveau, aber das Publikum ist hier sehr ungerecht, weil viele für beide gleich entscheiden, deswegen kommen wir nicht weiter. Ich bin für noch eine Runde. Und dann müsst ihr euch wirklich entscheiden danach. Eine Runde noch. Also, okay, was sagst du? Also ich habe in der letzten Runde auch RV knapp vorne gesehen, obwohl alle Runden sehr gleich aufhören, aber ich würde meine Stimme für RV geben. Ich würde meine Stimme RV geben, weil er in der letzten Runde vorne war. Leute, ganz ruhig. Es ist halt, ich habe von der Seite, ich glaube, es ist auch ein Perspektivding, so. Ich habe von der Seite geguckt und ich habe ihn ein bisschen mehr weiter vorne gesehen. So. Weißt du? Also das ist halt, es ist sehr, sehr undeutlich. Also wenn wir jetzt nochmal fragen, müsst ihr euch eindeutig entscheiden. Ich will... Wir fragen kein zweites, noch ein drittes Mal. Die Regel greift. Es gibt eine Entscheidungsrunde. 8 Takte Freestyle-Schlagabtausch. Für solche Eventualitäten haben wir ja 3 Jahre Erfahrung und schon ganz viel Blödsinn erlebt. Wow, okay. Also, nun durfte die Münze RV entscheiden. Jetzt geht's wieder zurück zu dir. Du darfst die Münze entscheiden in dieser letzten Entscheidungsrunde. Faust oder Ficker? Ficker. Fico. RV soll anfangen. Warte mal, DJ Pete, gib uns den geilsten Beat jetzt bitte. Diese beiden MCs haben es verdient, Alter. Ich hoffe wirklich, es ist was mit dem korrekten Tempo und mit den korrekten Melodien und der richtigen Drum. Gib's uns, Alter. Yeah. Mann, das ist 11 DJ Pete, Alter, ohne ihn geht gar nichts. Yeah. Los geht's, komm mal! Pass auf, diese Leute sehen meinen Arsch vorn, deswegen rammel ich dich so wie dein scheiß Nashorn. Yeah, ich bin ein Master of Ceremony, ich beweise es mal wieder mit bestem Flow. 4 Zeiler, 8 Zeiler, okay, er ist deiner Kindabtreiber, denn er ist einfach nicht weiter, er ist einfach nicht heißer, du wirst rausgeschmissen aus der Cypher. Du bläst für Punkte, du bist nur am Rumhuren. Digga, ich kann nicht zählen, Alter, bist du aus der Grundschule? Junge, gib dir meinen Kopf, Mann. Du bist nur ne kleine Schwuchtel aus Potsdam, Top, Mann. Was der Typ mir gerade so am Mic rappt. Du bist eine Schwuchtel, ich schick dich gleich weg. Yeah, du bist nicht der Bangle Boss, Digga. Du bist höchstens eine Schwuchtel, die Ente,
Germany Rush. Change. Glaubt ihr wirklich, dass er sowas hier verdient? Ich komm nicht mehr aus Potsdam, ich wohne jetzt in Berlin. Yeah, und es geht hier ab, ich weiß ganz genau. Mann, ich geb dir grad einfach eine Klatsche vom Feinsten. Ich hasse die meisten MCs, die hier antreten. Du kannst gerne meinen Schwanz nehmen und eventuell dann später auch noch meinen Schwanz kneten. Change. Herzlichen Glückwunsch, du bist zugezogen. Wie nennt Berliner sowas? Die Antwort, ich komme hier nach Berlin und zerficke den Standort. Fick auf deine Antwort, fick auf deine Konter, auf die Parts. Ich komme heute ans Metal und zerficke deinen Arsch. Yo, guck mal, wenn ich mit dir lyrisch in Gang komm, braucht die Fotze Nachteil, die der Battle ein Tampon. Change! Ziemlich interessant, du nennst mich Hurensohn, doch reichst mir brüderlich die Hand. Du nennst mich hier bei One-on-One Huso, aber bist ganz allein wie Robinson Crusoe. Ja, du bist nur ein Wack MC. Oh Mann, du hast wohl zu viel Ecstasy in deiner Nase. Oh mein reinste Blamage. Hast du Bock auf die Banane? Change. Robinson Crusoe. Mann, ich box die Bände. Robinson Crusoe. Ich will jeden Tag Wochenende. Und ich habe da grad Bock drauf. Dicker Schwanzvergleich, oder mal dein Cock raus. Yo, ist mir ganz egal, was der sagt. Mann, der hat keinen Part. Mann, der hat nur nen Bart. Und egal, was du sagst, ich vote nicht für dich. Denn du bist und bleibst eine hungrige Bitch. Aus! Macht mal Lärm für diese beiden MCs in dieser Entscheidungsrunde. Mir wird schwarz vor Augen, Alter. Ich habe schon fast keine Kraft mehr. Also, nun müsste genug Energie und Lines gefallen sein, damit ihr wirklich eine Entscheidung treffen könnt. Ich hoffe sehr. So, zeigt mir eure Hände für das Freestyle-Ding hier in der Entscheidungsrunde von RV. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Zeigt mir eure Hände für das Freestyle-Ding von Presto. Es ist deutlich. Herzlich willkommen im Finale, RV! Danke, Alter. Danke. Yo, meine lieben Rapper-Mittwoch-Freunde, kommen wir auch zu einem großartigen Halbfinal-Match. RV gegen Presto, zwei Hünen. Wir haben dann hier den chaoslosen Member und guten Freund Damien Davis, der im Gremium war. Bei euch ging's hin und her, Alter. Unfassbar. Wie war das? Also Presto ist ja so, wir haben uns ja vor einem Jahr schon gebattelt, da hat er mich abgezogen. Und ich dachte mir einfach so, boah, shit, jetzt wieder Presto. Ich war ein bisschen nervös. Da sind wir ganz gut reingekommen. Es hat Spaß gemacht, aber irgendwann war es dann, hat sich alles in die Länge gezogen und ja, also irgendwann wollte man, dass das ein Ende findet. Presto, wie war das Battle für dich? War ein mega krasses Battle, hat extrem viel Spaß gemacht. RV habe ich bei den Teilnehmern im Voraus schon mit als stärksten Mann gesehen und es war einfach krass, gerade es ging hin und her, Punchline da, Konter da, Konter da. Dann kam die Textrunde, dann kam das A Cappella, da war es selbst nicht eindeutig. Und man hat auch gemerkt, jetzt gerade nach dem Battle, wenn die Leute ankamen und du hast einfach Resonanz bekommen und meinten, es war so krasses Battle, ihr habt uns so krass unterhalten und das ist der Sinn. Es war für uns auch unfassbar unmöglich, die Hände da irgendwie zu werten. Es war irgendwie total, ja, gleichwertig. Wie hast du das gesehen? Ja, absolut gleichwertig, auf Augenhöhe, beide zusammen. Ich würde wiederum sagen, dass er den Sympathiebonus hatte und ich ihn halt so von Skills her sehr, sehr sauber gesehen habe. Aber in dem A Cappella Battle hat er irgendwie die Nase weit vorne, ein bisschen vorne gehabt. Dann gab es Sprechchöre für beide Rapper. Ich würde mal sagen, technisch gesehen habe ich persönlich ihn ein bisschen minimal vorne gesehen vom Sympathiebonus und von der Auffassungsgabe und von der Reaktion im Momentum war er weit vorne. Es war ein sehr enges Battle und für mich war es das finale Battle. Es wäre ein Finale wert gewesen. Beide MC, groß, kräftig, intelligent, beide sehr sympathisch und es war ein sehr, sehr geiles Battle. Mehr davon. Dem muss ich wirklich nichts mehr hinzufügen, außer wie ist denn eure Meinung? Da könnt ihr es reinschreiben und guckt euch den Rest an.
Zeig, dass du ein True Schooler bist. Rapper Mittwoch Merchandise bei merchstore.net.